Wird es bald keine Star Wars Filme mehr geben? Es ist ja kein Geheimnis, die letzten beiden kamen beim Publikum nicht besonders gut an. Nicht nur das, jeder Film spielte auch weniger ein als der davor. So konnte es nicht weitergehen. Jetzt, nach einer jahrelangen Pause, wurden endlich die nächsten Filme angekündigt. Doch wir spüren eine Erschütterung der Macht. Diese drei Kinofilme sind die letzte Hoffnung für das Star Wars Kino-Franchise. Warum Lucasfilm vor einer riesigen Herausforderung steht und was die Chancen sowie Risiken der neuen Filme sind, erklären wir euch jetzt. Lucasfilm. Lucasfilm steht kurz davor, Episode 9 zu veröffentlichen. Dieser Star Wars Film sollte eigentlich das große Finale der Skywalker Saga sein. Ein triumphaler Abschluss nach über 4 Jahrzehnten und 9 Filmen. 3, 2, 1, Action! Stattdessen bekommen wir einen Film zu sehen, in dem urplötzlich Imperator Palpatine auftaucht, in dem eine ganze Sternenzerstörerflotte aus dem Nichts entsteht, in dem Rey erst zu einer Enkelin von Palpatine und danach zu einer Skywalker wird. Kein Wunder, dass Rise of Skywalker eher lauwarm aufgenommen wurde. Übrigens, falls ihr eine Erklärung für die vielen bizarren Story-Entscheidungen sucht, kann ich nur dieses Video empfehlen. Bad movies aren't made on purpose. And they don't happen accidentally either. Danach werdet ihr Episode 9 vielleicht nicht lieben, aber zumindest besser verstehen. We've decoded the intel from the First Order spy, and it confirms the worst. Dass ein Film von der Kritik zerrissen wird, ist das eine, doch viel schlimmer für Lucasfilm, Episode 9 spielt auch weniger ein als erhofft. Zwar sind $1 Milliarde kein Reinfall, doch Episode 7 hatte mit $2 Milliarden noch das Doppelte eingespielt. Wait, do we believe this? Deswegen entscheidet sich Lucasfilm, eine Pause einzulegen. Während auf Disney Plus eine Star Wars Serie nach der anderen erscheint, wird es um die Kinofilme still. Zwar gibt es immer wieder Gerüchte um weitere Projekte, doch keine konkreten Details. Bis jetzt. Auf der Star Wars Celebration im April 2023 werden offiziell 3 neue Star Wars Filme angekündigt. Ein Film von James Mangold, der weit in der Vergangenheit spielt, ein Film von Dave Filoni, der als Crossover zu den aktuellen Realserien gedacht ist, und schließlich ein Film von Charmin Obaid-Chinoy, der die Abenteuer von Rey weitererzählen wird. Isn't that the most important thing in the movie theater? You want to feel like they're seeing something huge. So that's what we want to do, and we're as excited as you are to be heading back to the big screen. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Jeder Star Wars Fan kennt diesen Satz. Für den Film von James Mangold wird das wohl nicht mehr ausreichen, denn er geht noch weiter zurück in der Zeit, 25.000 Jahre vor Episode 4. Es wird um die Macht gehen und um den Beginn der Jedi, quasi eine Origin Story. Das könnte auch ein Kernproblem des neuen Films werden, doch dazu später mehr. James Mangold erzählt uns die Geschichte der ersten Jedi, die die Macht beherrschen und sie als befreiende Kraft in einer Ära des Chaos und der Unterdrückung nutzen. Das alles im Stil eines Monumentalfilms. I told Kathy I wanted to make a kind of Bible movie, a kind of Ten Commandments of Star Wars, of kind of a Cecil B. DeMille film about the arrival of the Force. And so that's what I've been pecking away at when between press events and the but that's kind of the idea. Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Zuerst ist James Mangold nämlich noch mit einem Biopic über Bob Dylan für Paramount beschäftigt. Die Dreharbeiten daran sollen in diesem Sommer beginnen. Quasi in der Star Wars Gegenwart spielt der Film von Franchise-Veteran Dave Filoni. Sein Film soll sich auf die Neue Republik konzentrieren und die Geschichten zu Ende erzählen, die in den Serien The Mandalorian, das Buch von Boba Fett, Ahsoka und Co. begonnen wurden. Ein Crossover wie in Disneys anderem großen Franchise, Marvel. Konkret soll es um den sich ausweitenden Krieg zwischen dem Restimperium und der Neuen Republik gehen. It's a surreal experience and you know, I appreciate people's enthusiasm around it and I will dedicate myself to doing the best job I can, that's for sure. Sobald wir den Veröffentlichungstermin von Filonis Film wissen, können wir auch abschätzen, wie viele Staffeln The Mandalorian noch bekommen wird. Bis zu diesem Crossover wird es aber noch dauern. Aktuell ist Filoni mit Ahsoka beschäftigt. Dort werden wir nicht nur das Live-Action-Debüt von Ezra Bridger, Sabine Wren und Harrison Dollar zu sehen bekommen, auch Fanliebling Thrawn wird in der Serie auftauchen. The heir to the Empire, is it? I can't deny that. Yeah. Gerüchten zufolge soll in Ahsoka eine ganz neue Galaxis eingeführt werden. Das Besondere an der neuen Galaxis, dorthin soll sich der imperiale Großadmiral Thrawn zurückgezogen haben.
Mit einer neuen Armee könnte er dann in die uns bekannte Galaxis einfallen. Den älteren Star Wars Fans unter euch könnte das bekannt vorkommen. In Legends gab es etwa die Yuuzhan Vong, eine außergalaktische Spezies, die 25 Jahre nach der Schlacht von Yavin die Galaxis überfallen haben. Der Kampf gegen Thrawns Invasionsarmee wiederum könnte der Kern von Filonis großem Crossover-Film werden. Und dann wäre da noch die Zukunft, der Film von Charmaine Obaid-Chinoy mit Daisy Ridley als Rey in der Hauptrolle. Der Film spielt 15 Jahre nach den Ereignissen von Episode 9. Es geht darum, wie Rey den Jedi-Orden neu aufbaut. Passend dazu ist Obaid-Chinoy auch noch die erste Frau, die für einen Star Wars-Film Regie führen wird. Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy fasst den Status quo zu Beginn des Films so zusammen. Well, we're 15 years out from Rise of Skywalker. Right. So we're kind of post-war, post-First Order, and the Jedi are in disarray. Mm-hmm. And there's a lot of discussion around who are the Jedi, what are they doing, what's the state of the galaxy. Mm-hmm. And she's attempting to rebuild the Jedi Order based on the books, based on what she promised Luke. Mm-hmm. So that's where we're going. So excited. Auch hier wissen wir noch nicht, wann der Film ins Kino kommt. Dass es noch 15 Jahre dauert, scheint aber unwahrscheinlich. Der Film soll laut dem Hollywood Reporter nämlich höchste Priorität bei Lucasfilm haben. Die drei neuen Filme klingen zwar vielversprechend, stellen Lucasfilm aber auch vor ein Problem. Welches das ist, erkläre ich euch gleich. Erst einmal hat Vodafone noch ein besonderes Angebot für euch. Holt euch jetzt GigaTV inklusive Netflix und genießt bestes Entertainment. Ihr bekommt das volle Programm aus Fernsehen und Streaming zum Vorteilspreis. Mit GigaTV habt ihr eine riesige Auswahl an TV-Sendern in brillantem HD. Schaut Oscar-prämierte Filme, faszinierende Dokus und spannende Serien. Schon ausgestrahlte Inhalte findet ihr jederzeit auf Abruf in den zahlreichen Mediatheken. Dazu habt ihr Zugriff auf tausende Filme und Blockbuster in der Vodafone-Videothek. Und mit der GigaTV Mobile App habt ihr eure Lieblingsinhalte immer und überall dabei. All das kombiniert mit Netflix. Damit streamt ihr unbegrenzt die besten Filme, Dokus und Serien aus aller Welt ganz ohne Werbeunterbrechung. Das ist Unterhaltung für euch und eure ganze Familie. Von zu Hause oder unterwegs. Kombiniert jetzt einfach euer Kabelinternet und Phone mit GigaTV inklusive Netflix für unschlagbare 4,99 Euro pro Monat. Egal, ob ihr schon Internet von Vodafone habt oder neu dazukommt. Informiert euch unter vodafone.de/netflix. Aus der Werbung zurück zu einem ganz bestimmten Dilemma für Lucasfilm. Denn die Fanbase ist mittlerweile völlig zersplittert. Einige sind noch mit der Originaltrilogie aufgewachsen, andere mögen die Prequels sowie die Animationsserien und wieder andere sind durch die Sequel-Trilogie zu Star Wars Fans geworden. Drei unterschiedliche Gruppen mit drei unterschiedlichen Vorlieben. Und wahrscheinlich auch ganz unterschiedlichen Interpretationen, was Star Wars eigentlich ausmacht. Wie wir die Frage beantwortet haben, erfahrt ihr in diesem Video. Deswegen stellt sich Lucasfilm breit auf. Der Film von Charmaine Obaid-Chinoy soll die Rey-Fans ansprechen, der Film von Dave Filoni die Prequel- und Originaltrilogie-Fans, während der James Mangold-Film ein ganz neues Publikum erreichen könnte. Eigentlich ein schlauer Schachzug, die neuen Filme sind quasi ein Star Wars Buffet mit etwas für jeden. Gerade mit den Filmen von Obaid-Chinoy und Filoni geht Lucasfilm auf Nummer sicher. Doch das könnte nicht ausreichen. Lucasfilm will nämlich die Hardcore-Nerds genauso wie die Casual-Fans erreichen. Und die wiederum gibt es in allen drei Gruppen. Das kann zu Problemen führen, wie wir etwa bei der dritten Staffel von The Mandalorian gesehen haben. Die Nerds waren angesichts einiger Cameos verärgert und diejenigen, die Star Wars nur gelegentlich konsumieren, von der tiefergehenden Mythologie abgeschreckt. Solche Reaktionen wird es noch häufiger geben, da Lucasfilm versucht, das Star Wars-Universum weiter zu expandieren. This is the way. Den Crossover-Film von Dave Filoni finde ich persönlich sehr spannend, aber was ist mit den Fans, die die Serien nicht gesehen haben? Werden die trotzdem ins Kino gehen? Und James Mangold wiederum geht in seinem Film das Risiko ein, zu viel zu erklären. Konkret will er zum Beispiel ergründen, woher die Macht kommt und wer der oder die erste Jedi war. Dabei war es ja gerade die Entmystifizierung der Macht in den Prequels, die bei den Fans auf wenig Gegenliebe stieß. I need a midichlorian count. Wobei Mangold auch die Möglichkeit hat, eine völlig neue Geschichte zu erzählen. Ohne Imperium, ohne Rebellen, ohne Sith und ohne Jedi.
Das ist auch nötig, denn gerade die Sequel-Trilogie fühlte sich stellenweise wie ein Remake der alten Filme an. Der Film von Sharmino Bacinoy könnte noch am ehesten Hardcore- und Casual-Fans ansprechen, da er ein neues Kapitel aufschlägt. Andererseits hat Bacinoy noch nie einen Blockbuster von der Größe eines Star-Wars-Films inszeniert. Sollte nur eines der Projekte die hohen Erwartungen nicht erfüllen können, würde das schwere Konsequenzen für das gesamte Star-Wars-Franchise haben, zumindest im Kino. In der Vergangenheit hat bereits der Flop von Solo – A Star Wars Story ausgereicht, um die Spin-Off-Filme in Carbonit einzufrieren. Und was Episode 9 angerichtet hat, haben wir ja bereits erklärt. Kein Wunder, dass Lucasfilm bislang nur einzelne Filme angekündigt hat und keine neue Trilogie. Wer weiß, vielleicht bleibt Lucasfilm irgendwann bei Serien für Disney Plus, an die wird die Messlatte schließlich nicht ganz so hoch angesetzt. You can have a future. Isn't that what you're after? Doch ich will nicht ganz so pessimistisch sein. Alle Projekte sind laut Kathleen Kennedy schon seit Jahren in der Entwicklung. Sie werden also hoffentlich nicht wieder abgesägt, wie das mit anderen Projekten in der Vergangenheit passiert ist. Und immerhin scheint es diesmal so, als hätte Lucasfilm einen Plan. Statt es allen gleichzeitig recht zu machen, werden diesmal unterschiedliche Visionen zugelassen. Ironischerweise könnte genau das der Weg sein, um Fans und Franchise wieder miteinander zu versöhnen. Im Dezember 2025 könnte es soweit sein. Denn diesen Termin hat Disney in seinem Kalender für einen Star Wars Film reserviert. Zumindest noch. Auf welchen Star Wars Film freut ihr euch am meisten? Ich bin auf eure Kommentare gespannt.